zur Pressekonferenz unseres ersten Oberliga-Heimspiels gegen den EC Peiting. Ein herzliches Willkommen auch den anwesenden Vertretern der Medien. Ich freue mich ganz besonders, dass die Kollegen aus Herne hier den Weg nach Gelsenkirchen gefunden haben. Dafür vorab schon mal ein herzliches Dankeschön. Ich begrüße natürlich auch die Trainer der beteiligten Mannschaften und bitte nun um die Stimmen zum Spiel. Und wir beginnen mit unserem Gast, Alexej Sulak aus Peiting. Ja, guten Abend. Wir haben, glaube ich, da das erste Drittel, wie wir da gespielt haben, zu viel Respekt gehabt vom im gegnerischen Spiel. Ich kann nicht sagen, dass die uns schlecht gespielt haben, aber wir liegen 3-0 hinten nach dem ersten Drittel, wo Herne selten Chancen hatte und im Überzahlspiel da die Schüsse, die habe ich. Ja gut, da kann man da ein Tor schießen, aber ich glaube, dass wir schon im ersten Drittel die besseren Chancen hatten und die Jungs haben sehr gut gespielt. Und beim Stande nach dem zweiten Drittel, beim Stande 3-2, hat man gesehen, dass wir näher an dem dritten Tor waren als näher an dem vierten. Und dann kam wieder so ein Sonntagsschuss und damit war es vorbei. Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden, mit dem Wochenende. Die Spielweise schade. Ich bin der Meinung, dass es das mehr drin heute. Danke. Ja, danke schön, Alexej, für die Ausführungen. Und nun erteile ich unserem Trainer Niklas Sundblatt das Wort, bitte. Ja, guten Abend. Ja, das erste Spiel von uns hier in Gelsenkirchen und bin zufrieden, wir haben gewonnen. Ich glaube, er hat sehr gut angefangen, 3-0 Führung und einer der jungen Spieler hat Tor gemacht, Dennis Fischbuch, war sehr gut. Dann wüssten wir, klar, der kommt in die zweite, dritte Leute. Und ja, gut, wir hatten ein bisschen zu viel Raum gegeben in unsere eigene Tor. Und er hat eine Reihe da mit der Birka. Und es ist sehr gefährlich, weil wir geben so viel Platz. Aber doch, wir haben 3-2 Führung. Und wie gesagt, wer 3-2 muss ein bisschen hinter dicht machen. Haben wir richtig gemacht. Gegen das vierte Tor. Und damals haben wir da sehr gut defensiv gespielt in der letzten Drittel. Und war gut. Auch unser erstes Spiel da in Rosenheim, glaube ich, sehr gut gespielt. Da haben ein paar Tore gekriegt. Da waren es ein bisschen Glück hat er gehabt, aber es war ein sehr gutes Spiel. Und die ganze Woche war gut für uns. Man sieht langsam, die Mannschaft geht besser und besser. Und ich bin sehr zufrieden. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Niklas. Gibt es da seitens der Presse Fragen zu? Ich hätte eine. War das jetzt heute für Sie eher wie ein Auswärtsspiel oder wie ein Heimspiel tatsächlich vom Gefühl her? Ja, klar, war das erste Mal für uns, aber es ist unser Heimstadion jetzt und war ein Heimspiel für uns. Klar. Aber ja, ein bisschen neu für uns, wir kommen auch, aber Club hat Fernseher für uns und war gut. Ich glaube, wir können eine gute Atmosphäre kriegen, wenn wir gut spielen. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Ich denke mal nicht. Dann möchte ich auch das Pressegespräch für den heutigen Abend hiermit beenden. Kurz der Ausblick, am kommenden Wochenende reisen unsere Crusaders nach Landsberg. Da wünschen wir dem Team natürlich viel Erfolg bei. Das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag hier um 19 Uhr gegen Deggendorf Fire. Wenn Sie wollen, treffen wir uns dann auch hier wieder. Unseren Gästen aus Peiting wünsche ich alles Gute für die Saison, einen guten und sicheren Heimweg und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.